Erik Philippi, Liebeserklärung in der Beatrice Egli Show. Kürzlich wurde die große Premiere von der Beatrice Egli Show aufgezeichnet. Die Sängerin bekam damit ihre erste große, eigene Sendung. Unter den Gästen war auch Erik Philippi. Im exklusiven Interview mit Schlager.de schwärmte er von der frisch gebackenen Primetime-Moderatorin und verriet, was Fans bei der Erstausstrahlung am 23. April erwartet. Erik Philippi, das sagt er zu Beatrice Eglis Showpremiere. Nachdem Beatrice Egli 2020 erstmals mit Alexander Klavs SWR Schlager die Show moderieren durfte, tat sie dies bei der zweiten Ausgabe alleine. Nun wurde die Show kürzlich in die Beatrice Egli Show umbenannt. Eine große Aufgabe, die die Schweizerin souverän meisterte. Auch Erik Philippi fühlte sich rundum wohl und schwärmte von der Moderatorin. Ich mag es sehr, wie Beatrice moderiert. Sie ist einfach eine sensationelle Showmasterin und ich wünsche ihr, dass das noch viele Jahre so weitergeht. Erik Philippi, Überraschung für seine Eltern. Im Interview verriet er dabei auch schon mehr zu seinem emotionalen Auftritt. Der 25-Jährige durfte nämlich seine Eltern überraschen und ihnen eine Liebeserklärung machen. Ich habe einen Song gesungen, den es so schon auf meinem Album gibt. Aber da habe ich den Text geändert und eine Akustikversion daraus gemacht. Die habe ich dann live in der Sendung am Klavier gespielt. Meine Eltern wussten tatsächlich nichts davon und mein Nervositätspegel war wirklich auf Ultimo. Alles klappte jedoch super, obendrauf sang Erik auch noch schockverliebt. Sicherlich einschalten wird auch Howard Carpendale, verriet Erik Philippi. Ich weiß auch, dass er mich nach der Ausstrahlung der Beatrice Egli Show anrufen wird und mit mir darüber sprechen wird, wie es war und wie er es empfunden hat. Keine Frage, da hat sich ein enges Band zwischen den Künstlern entwickelt, die inzwischen sogar Freunde sind. Was denkst du über Beatrice Egli? Traurig, Erik Philippi hatte auf dem Weg zu mir einen Unfall. Kommentiere bitte unten und vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um Erik Philippi zu unterstützen.